Eigentlich hätten die No Angels gestern jede Minute dringend gebraucht. Gleich zwei Videoproduktionen standen auf dem Drehplan am Set in Berlin und das innerhalb von nur einem Tag. Doch bevor die erste Klappe fällt, müssen sich die vier Mädels gedulden. Erst dann können sie endlich mit ihrem Mammutprogramm loslegen. Die fing schon sehr chaotisch, sagen wir mal so an. Da ist eine Lampe kaputt gegangen, die Kamera hat ausgesetzt. Waren es dann doch 2 Stunden und dann im Endeffekt waren es dann 3 Stunden. Mit Amaze Me, einer sanften Ballade aus ihrem aktuellen Album Destiny, geht's los. Destiny, also Schicksal, trifft die Situation von Sandy, Jessica, Nadja und Lucy im Moment wohl am besten. Für die vier läuft es zurzeit alles andere als perfekt. Nur rund 30.000 Mal verkaufte sich das Album bislang. Kein Vergleich zu früheren Erfolgen. Natürlich möchte man immer gern erfolgreich sein. Natürlich möchte man immer am liebsten ganz oben sein. Aber dass es keinem Künstler so recht gelingt, immer eine Nummer 1 zu haben oder immer in den Top 10 zu landen, das ist ganz selbstverständlich. Auch Teardrop soll die No Angels wieder ganz nach vorne bringen. Sandy und Nadja sind auch zu später Stunde noch mit vollem Einsatz bei der Sache. Sollten die Videos den Plattenverkauf nicht ankurbeln, aber schon jetzt ein Trost an die Fans. Wir werden definitiv nicht aufhören, Musik zu machen. Natürlich ist es toll, wenn man einen Hit hat. Das ist natürlich nochmal Balsam für die Seele obendrauf. Aber so muss man halt ein bisschen länger vielleicht arbeiten dafür. Und das ist auch nicht immer das Allerschlechteste. Lange und hart gearbeitet haben die Mädels gestern ganz bestimmt. Und da wäre es doch nur gerecht, bald in den Charts wieder ganz oben zu stehen.